Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Crackpack Insights. Spüre diese Tour. Wir waren in Frankfurt. Das war ein euphorisches Gefühl, nach 4 Jahren überhaupt mal wieder eine Tour spielen zu dürfen. Die Leute haben es krass angenommen, viel am Merch gehustelt und wirklich dankbar zu sein für jeden, der kommt. Das ist immer wieder ein geiles Gefühl, wenn man das zurückbekommt. Gerade auch das aktuelle Album, was ja auch schon fast 2 Jahre alt ist, wieder zu spielen. Plus den riesigen Katalog, den wir haben. Crackpack Insights. Jetzt sind wir in Leipzig, im renommierten Coney Island. Hier war ich früher schon mit Walk It Large, back in the 90s. Und ja, das ist einfach ein Verein auch, den gibt es schon ziemlich lange. War früher, wurde Anfang der 90er Jahre besetzt. Und dann haben die das bekommen und dann ihren Shit gemacht. Und jetzt gibt's ich fast heute auf den Tag genau 30 Jahre Coney Island. Hey, grüß dich. Alex. Alex, ihr macht heute bei uns mit, ne? Ja. Hey, grüß dich. Roman. Hey, grüß dich, Roman. Ich hab das Gefühl, ich hab dein Gesicht schon gesehen. Ja. Freut mich voll. Ganz spontan und so, ne? Ey, nee, super, dass du dabei bist und so. Ich feier euren Shit, ich find's richtig dope. Ich bin mit deinem Scheiß aufgewachsen. Ich hatte damals das MC René und ach, hier mit Life Force, Beats aus der Bude. Keine Cut and Cuts wie DJ Mirko, sowas das zum Shit. Fett. Das war geil, das war richtig so heiß begehrt. Wow, was ist Tape? Ich war hier schon voll auf Geschichtseskurs. Ich habe ihm einfach alles erzählt, was du mir erzählt hast. Wir haben ein Vinyl bekommen, wegen dem Jubilar, 30 Jahre Coney Island. Genau, ja. Vinyl und ein Buch mit lauter Geschichten. Ich war ja auch. Na, ich weiß nicht, ob ich drinstehe, aber ich war auch mal öfter hier, wo es der Beginn war. So. Ich stell das hier hin, ne? Oder auf die Bühne? Auf die Bühne. Hier, guck mal. Auf dem Klo habe ich noch nie einen Schwan gesehen. 30 Jahre Coney Island. Und das ist so eine Erinnerung. Und wir spielen heute hier. Ich rap auch schon seit über 30 Jahren. Ist das gut? Ja, das ist gut. Das musst du entscheiden, du bist der Künstler. Das ist was. Ja, aber du hast mich jetzt mal Einfluss. Du hast mehr Erfahrung in dem Laden und deswegen fühle ich mich jetzt so ein bisschen, na, sollen wir vielleicht ein bisschen smoother sein? Also ich finde es so vollkommen okay. Yeah. Yes, yes, y'all. One love. Yeah, check it out. Stream rules everything around me. Die Wagenschätze findest du meistens nur unter Staubschicht. Ob es sich mal aufwiegt, was ich aus dem Verkauf zieh, war mir nie so wichtig wie das, was mir dieser Sound gibt. Schreibe pausenlos, bis es raussteht. Mach mal noch auf, kurz. Mach mal lieber wieder so wie vorher. Crack, Pack, ich nehm es. Höhe euer Wackness, leicht im Inzidenz, während Corona-infizierter Trump-Fans. Gegen die Dominanz der Ignoranz. Ja, gegen die Dominanz der Ignoranz. Das wäre ganz geil, wenn du dann den Beat so manipulierst, dass man das wiederholt und vielleicht dann in so einen Freestyle reingeht, so, der so das Thema hat. Weil ich finde das ganz geil, weil das scheppert irgendwie so ganz cool. Ich nehme schon vom orangen Saft. Wenn der Bruder Hasch verlasst, heißt er auf die Hafer krass. Das Attentat geplant und gelahmt. Fühl dich nicht in mein Gewand. Auf deine letzte Platte kattest du voll ab. Keine Liebe für den Bruder ohne Blut. Oder für deinen Bruder, der dann quatscht. No love. Ich vermisse die Snare und auf den Korn. Okay. Danke. Ich danke dir. Zufrieden, ja? Ja, ist gut. Perfekt. Kannst du denn auch schon gleichgültig? Ich dein Halbwein irgendwo. Ja, er muss jetzt nicht vorrappen. Mit Temperament und Charakter so wie ein guter Wein. Und gehetzt, tanzlos in der Dunkelheit. Such dich meine Umarmung für ein paar Minuten Zeit. Für meine Blutze Bar, bevor der Aquarius. Und ich träge die Wäsche in meinem Diarium. Immer wieder.
Ja, herzlich willkommen im Backstage vom Coney Island. MC René, Figo Braslewitsch, spüre diese Tour. Wir haben gerade den Soundcheck vollführt. Es hört sich geil an. Ich habe schon mein Merch aufgebaut und ich habe Figo Braslewitsch, weil gestern ja hier im Coney Island Nura gespielt hat. Er hat natürlich auch einen viel längeren Tisch als wir, hat er aber diesmal eine großzügige Seite bekommen und mal gucken, wer heute Merch härter hasseln wird, wir werden es sehen. Auf jeden Fall freuen wir uns heute, mal schauen, wen wir heute treffen in diesem geschichtsträchtigen Ort. Zu rappen ist auf jeden Fall, ich spüre die Energie jetzt schon. Wir haben heute Pucci am Start, der sitzt hinter mir, bester Mann. Komme ich auch mal ein bisschen zu Wort. Ein bisschen Hilfe gibt es heute. Ich habe die letzten zwei Shows das ganze selbst immer gemacht, aber ja, ne, wir machen halt immer viel selbst und von uns kommt auch verdammt viel selbst. Und das ist ja auch irgendwie die Devise. Ich lasse es mir jetzt gerade gut gehen vor der Show. Ich mache heute jetzt gerade noch gleich ein bisschen Warm-up. Dann spiele ich für Pucci und dann mache ich auch noch MC René Show. Wieder mal den ganzen Abend auf der Bühne. Ich hoffe, die Jungs vertreten mich gut am Merch auf jeden Fall. Alles läuft gut, on time. Ich freue mich, dass es hier noch immer so abgeranzt ist. Es hat einen bestimmten Flavor, man kann sich so ein bisschen freier fühlen. Man muss nicht direkt aufpassen, was mit dem Boden passiert. Guck mal, diesen alten Schinkenboden, Alter. Ostblock-Schinkenboden, Alter. Kannst du alles draufschmeißen, kannst du breaken, einmal drüber wischen, ist wieder sauber, oder? Vier Alben dieses Jahr. Genau, ich habe vier Alben dieses Jahr schon gedroppt. Ich bin noch sehr happy über das Feedback. Nichtsdestotrotz droppen wir auf Crackpack noch eine Menge andere Musik. Jay Spaten, Volume 2 gerade, zweite Single draußen. Unbedingt mal auschecken. Jay Spaten, früher von Schaufel und Spaten mit DOS 9. Ist heute gefühlt solo unterwegs mit Beats, Beats Only. Und der macht auch sehr viel mit dem guten Pucci, der heute auch mit am Start ist. Und wir werden heute auf jeden Fall Jay Spaten Beats hören. Und JJ Whitefield, seines Zeichens Gitarrist, Virtuose von der Band Poets of Rhythm, droppt bei uns gerade ein Remix-Projekt von der ATU Meditations, die er auf Madlib Invasions gedroppt hat. Das ist eine Library. Co, The Flav Kid und ich sind zum Beispiel auch mit drauf von Crackpack, aber es sind noch viele andere Leute drauf. Mo Fono aus San Francisco, Rock ist aus München dabei, Maniac auf jeden Fall auch mit dabei. Viele lustige Gäste, unterschiedliche Remixe, basierend auf den Library Sounds von JJ Whitefield. Wir sind sehr stolz darauf. Grüße gehen raus an JJ Whitefield. Und ansonsten kommt Lenny 20 auch gerade noch. Wir haben neue Sachen, die bald von Classic der Dicke kommen. Da haben wir jetzt auch gerade eben eine Single gedroppt. Die läuft sehr gut. Danke, dass die Musik auf jeden Fall so annimmt, die wir machen. Wir machen einfach unser Ding komplett und versuchen einfach cool und fresh zu bleiben. Lit und sonst was. Einfach unser Ding zu machen. Darum geht's halt. Ne? Und wir freuen uns immer wieder auf dein Feedback. Schreibt gerne immer wieder in die Kommentare und so weiter. Seid am Start. Community. Auf die nächsten 30 Jahre. Ui. Yo, was geht? Alles klar? Ich muss jetzt mein Shirt verkaufen, Alter. Servus, schön, dass du da bist. Was geht? Ich gebe dir mal das Größte und da musst du dir noch mal ein bisschen drauf denken. Guck mal, das ist XL, ne? Die habe ich nicht mitgenommen, weil bei den letzten Konzerten alle so immer M und L haben wollten. Das Dumme und die Chrome, dick wie Summe, dick die Konstant, dicke Beat geschwungen, Trieb, hinter mit dem Grund, dick und Fuß, zu tief, der dicke Punkt, Trigger sind, dicke Dunst, Konflikt und Kron. Moment auf Kram und danach wie sind extra innerlich, tödliche Blicke wirken, eine billige Mitte und gültige Kontrahenten sind Teil der dritte Geschichte. Schön, dass Leute hier heute am Start sind in Coney Island, spüre diese Tour mit MC René. Mach mal Lärm für MC René! Ich bin David und der Stein auf dich, Goliath, auf deine Probe, ich habe es, du gezeigt, von deiner Ohnmacht. Ich wollte immer weiter sein, spalte meine Schmerzen in die Texte rein, um mich von ihnen zu befreien. La 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 la. Pumpe ich Blei aus dem Stift, hat jedes Wort gleich Gewicht. Steiger meine Kraft dabei, wie ein Super Saiyan-Kid. Aber das Leben ist kein Zeichentrick, fällt immer so mal nicht weiterhin. Schlechte Zeiten nicht schön. Auch gab es Tage, da schäme ich mich für die Szene und fragte mich, hab ich eigentlich keine anderen Probleme? Doch die Kritik an dem Seller der Musik ist doch immer die Kritik an der Gesellschaft im Allgemeinen. Denn Flügel und auf Erdbogen getanken,
mich hinein. Öffne deine Tür, dann komme ich herein. Spür diesen Druck, lass mich in dich hinein. Mit deine Träume und dich ein. Figop hat jetzt gerade noch mal nach der Show locker 2-3 Stunden aufgelegt. Letzte Woche waren wir am Beginn unserer Tour in München und dann waren wir in Frankfurt. Ja? Und wir befinden uns ja sozusagen in einem Art Aufbauzeitraum. Und viele Künstler müssen ihre Tour absagen, weil sie zu wenig Tickets verkaufen. Und wir verkaufen auch nicht viele Tickets, aber es war wichtig, überhaupt auf Tour zu gehen. Weil wenn man sich den Leuten nicht zeigt, dann weiß man ja auch gar nicht, woran man ist. Also bei den Menschen, die einen vielleicht lange nicht mehr gesehen haben. Und am Anfang habe ich mich auch triggern lassen, es wäre doch geiler, wenn es so wäre wie bei meinem Hip-Hop-Tanzabend. Ich habe hier 1000 Tickets. Aber am Ende jeder Show war es eigentlich genau dasselbe glückliche Gefühl. Ey, geil, dass wir hier sind. Wir sollen hier sein. Wir sind bei den Leuten. Wir kommunizieren mit den Leuten. Und ich möchte jetzt noch mal eine Lobhymne auf Figo Braslewicz ablassen, so, auch weil er es natürlich will, weil er es braucht, weil es wichtig für ihn ist, aber weil er auch wichtig ist. Ja, in Bezug auf meine Funktion in diesem Rap-Game hat er natürlich sehr, sehr, sehr viel an mir, mit mir gearbeitet. Ja? Er macht die Beats, er recordet mich, er mixt mich, er mastert mich, er dreht die Videos. Er schneidet die Videos, er colorgradet die Videos, er released meine Musik, er schafft richtig dope MCs ran, er ist einfach allgegenwärtig. Er, wenn wir schon alle am Merch stehen und die Scheine zählen, ist er oben, zeigt den Leuten die Musik, moderiert mit dem Mikrofon für 4 People in der Crowd, er gibt alles. Es macht für ihn keinen Unterschied und das ist meines Erachtens eine Vorbildfunktion. Ob da jetzt nun 1000 Leute stehen oder ob da nun 3 Leute stehen, es ist kein Unterschied. Der Bruder ist ständig intrinsisch motiviert. Er hört nicht auf, er gibt nicht an, naja gut, ein bisschen, aber dann nur mit purem Wissen, mit Knowledge über Musik. Er sieht sehr gut aus, er hat einfach Ausstrahlung wie wenige Produzenten. Deswegen wird er auch von vielen Produzenten gehatet, weil er ist ein Produzent, der im Körper eines MCs steckt. Ich bin, ja. Ich muss mich zeigen, ich bin der Beste. Der im Körper eines B-Boys steckt. Der ja, genau. Und der im, B-Boy, der im Körper eines B-Boys steckt, der dann wiederum im Körper eines Skaters steckt. All diese Attribute, Talente, das ist too much für einen Körper. Aber er macht alles. Weißt du, er ist omnipräsent, 24-7 so. Da müsste man eigentlich bei ihm sagen, 27-7, also so, bei ihm ist der Tag 28 Stunden. Ich kann ihm nicht genug danken. Als ich auf seinem Geburtstag war in der Panke, gucke ich mich um, nach links, nach rechts, war echt Full House, super nice. Und ich stelle dann fest, kennst du das, wenn man so feststellt, hä, jeden, den ich hier kenne und die ich auch liebe und diese ganzen Artists, die da bei Crackpack in diesem Kosmos rumschwirren, die kenne ich alle über ihn. Das ist ungewohnt, weil ich sonst immer derjenige war, über den man wen kennt, war es hier sozusagen so ein Rollentausch. Und es steht hundertprozentig auch hinter meiner Arbeit. Ihm ist es egal, wie die Leute mich sehen. Er sieht sich selbst in mir und ich manchmal auch in ihm. Und das ist eine seltene Chemie. Und in diesem Sinne bin ich froh, dass wir beide diese Tour spüren und einfach machen. Von daher, Crackpack for life, baby. Ja, Mann.